Staring at herself in the mirror on the restroom door. Ich möchte euch heute nochmal das Set von Happy Glam vorstellen. Das sind ja diese ultra tollen, praktischen LED-Nagellacke, die super schnell aushärten und auch eigentlich relativ lange halten. Ich habe da so meine Problemchen mit, aber ich habe mir Rat geholt bei Happy Glam selber. Die helfen da einem sehr gut weiter und ich hoffe, dass mit diesen neuen Tipps und Tricks das jetzt ein bisschen länger hält. So, ich möchte euch heute nochmal zeigen, wie man das aufträgt, aber auch im Anschluss natürlich auch noch zeigen, wie man sie abmacht. Ich habe viel geguckt und geschaut und versucht zu finden, ob ich darüber ein Video finde. Nein, habe ich nicht. Ich werde euch das, wie gesagt, erstmal machen wir sie jetzt neu und dann zeige ich euch, wie sie butterleicht auch wieder zu entfernen sind. So, ich habe meine Nägel schon vorbereitet. Ich habe mit diesem tollen Nagelschieber meine Nagelhaut zurückgeschoben und entsprechend entfernt. Jetzt gehe ich mit diesem mitgelieferten Buffer hin und raue mir die Nägel einmal an. Das ist sehr wichtig, damit der Lack Halt hat. Also ihr müsst da wirklich nicht viel runterfallen. Einmal kurz aufrauen. Ich gehe da auch nochmal über das Nagelbett, um auch noch eventuell vorhandene, doch nicht weggemachte Nagelhaut zu, ja, anzurauen, wegzumachen. So. Und natürlich müsst ihr auch eure Nägel auf die entsprechende gewünschte Länge kürzen. Das hatte ich schon vorgestern gemacht. Und ja, jetzt habe ich das angeraut, wie ihr das sehen könnt. Wirklich nicht viel. Jetzt nehme ich mir hier so ein Cleansing Pad und befreie den Nagel von Resten von Fett und den abgefeilten, ja, und Nagelstaub, ne? Also fettfrei und nagelstaubfrei sollte das Ganze sein. So, die Nägel sind jetzt angeraut, fettfrei und auch die Nagelhaut habe ich entfernt. So, hier ist meine Lampe. Jetzt gehe ich hin und trage den Base Coat auf. Das ist dieser hier. Das ist ein, ja, Unterlack und der ist durchsichtig, also ein durchsichtiger Unterlack. Den trage ich jetzt auf. Ich drehe mir die Lampe mal in die Richtung. So, da reicht eine wirklich dünne Schicht und mehr brauchen wir dann nicht. Und gucken, dass sie wirklich auf dem Nagel bleibt und nicht übermalt. Wenn zu viel auf dem Pinsel ist, dann gerne nochmal abstreifen. So. Und das Ganze geht jetzt für 60 Sekunden unter die Lampe. So, das Ganze war jetzt unter der Lampe, wie ihr gesehen habt. Und jetzt gehe ich hin und setze mir die, ja, die Farbe auf. Und ich habe mich hier für die Farbe entschieden. Na, komm, Zoom, Fokus, Stone Cold. Ihr könnt ja gleich sehen, was das für eine Farbe genau ist. Das ist so ein Grauton. Den setze ich mir auf. Und ganz praktisch finde ich, hier sind Zahlen drauf, ne? Also welcher Step jetzt dran ist. Und wir sind jetzt bei Step 2. Auch hier wieder ein dünner Farbauftrag. Das wird zweimal gemacht. Die Nägel kommen danach für 90 Sekunden jeweils unter die Lampe. Also Farbauftrag zweimal dünn auftragen, jeweils 90 Sekunden unter die Lampe. Und auch hier ist weniger Farbe auf dem Pinsel ist mehr. Dann seid ihr sicher, dass ihr exakt arbeiten könnt. Auch hier wieder, wenn zu viel ist, einmal abstreifen. So, das ist jetzt ein dünner Farbaufstrich. Den packen wir jetzt unter die Lampe
für 90 Sekunden. So, Schritt 2 ist auch erledigt. Und jetzt gehen wir zum Topcoat. Genau, das ist auch wieder ein durchsichtiger Überlack. Und den müssen wir jetzt auch nochmal eine Schicht dünn auftragen. Und dann geht das Ganze auch nochmal für 90 Sekunden unter die Lampe. Jetzt haben wir ja alle Schritte durchgeführt. Wenn ihr jetzt die Nägel anfasst, dann merkt ihr, die sind noch so ein bisschen klebrig. Das ist die Schwitzschicht. Und diese Schwitzschicht müssen wir noch abmachen. Dazu nehmen wir auch die Cleansing Pads. Ich habe mir meins eben so zurückgelegt, dass ich das nochmal verwenden kann, wenn ich es jetzt wieder rauskriege. So, und damit wischt ihr euch jetzt noch einmal schnell über die Nägel. Keine Angst, es geht kein Lack runter. Ihr macht den Lack nicht ab. Ihr wischt nur schnell über die Schwitzschicht. So, die ist jetzt runter und ich bin mal wieder total begeistert von diesem Ergebnis. Na komm, wo bist du da? Ja, das kann sich doch sehen lassen und mit Übung, und die habe ich glaube ich mittlerweile, klappt das auch richtig gut. Ja, ihr könnt es noch sehen, das ist vorher. Und da ist dann das nachher. Genau, ich mache jetzt noch die andere Hand. Das hat jetzt für die eine Hand wirklich keine 15 Minuten gebraucht. Ich würde sogar so knapp sagen, 10 Minuten pro Hand und ihr seid durch. Und ja, ich mache jetzt schnell die andere und wir sehen uns dann gleich wieder. Hi, jetzt auch mit Gesicht. Meine Happy Glam Maniküre ist beendet. So, ja. Wie gesagt, ne, das ist alles fresh. Ich habe gerade noch Nagelöl raufgetan. Das ist dieses hier. Auch das ist im Starter-Set von Happy Glam enthalten. Rabattcode bekommt ihr natürlich gleich von mir. Aber zuerst zeige ich euch, wie man diese Nägel wieder entfernt. Das zeige ich euch aber anhand meiner Tochter. Denn ich habe sie gerade fresh und sie hat es nötig. Hallo, da sind wir wieder. Das Kind ist aus der Schule zurück und wie ihr sehen könnt, das hat sie jetzt drauf. Wann haben wir das gemacht? Mittwoch, ne? Sie nickt. Ja, Mittwoch. Heute ist Montag. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Tag 6, ja. Ja, wir wollen das jetzt abmachen, um es dann auch im Anschluss wieder schick zu machen. Und sie hat an der anderen Hand nur noch einen halben. Und zwar soll man mit den Seek of Pads, die kommen auch in so einer Verpackung, komm raus da jetzt, die kann man so trennen und aufmachen und da soll man den Finger reintun. Und dann soll man das einige Minuten einwirken lassen und dann soll sich der Lack abgelöst haben. So, damit das nicht runterplumpt, soll man das hier so einwickeln. Ich habe aber ein kleines Gadget und das sind so kleine Klemmerchen. Die hatte ich noch und die machen wir jetzt da drumme. Geht es dem Finger gut? Ja. Kriegt der Finger noch Luft? Ja. Sehr gut, alles klar. Und man soll das auch nicht anrauen, den Lack. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. So, ich werde aber bei der anderen Hand den Lack ein bisschen anrauen, um zu gucken, was denn besser und schneller geht. So, einmal die andere Hand, die kannst du mal kurz auf Seite tun. Dann nehme ich mir hier einfach so ein Bufferchen, rau die Oberfläche kurz an. Was, wenn der Nagel kaputt geht? Der geht nicht kaputt. Weiß man ja nicht soll. Was soll man nicht? Anrauen? Ja. Ah, du bist ein Panikkind. Das sind ja deine Nägel. Wir probieren das jetzt. So. Hier ist der letzte. Und dann
gucken wir jetzt mal. Ich stelle jetzt einen Timer und beziehungsweise mache einen Timer an, um zu gucken, wie lange das jetzt gebraucht hat. Und wenn wir ein Ergebnis haben, seht ihr uns gleich wieder. Hallo, wir sind jetzt 12 Minuten am Einweichen lassen. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Also ich nehme jetzt hier einen Nagel ab. Das war ja, ja, wow. Das geht ja doch relativ super. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gucken wir uns mal den an, der angeraut war. Oh. Weg. Alles klar, der ist schon mal erledigt. Und hier, naja, bei dem fehlt es aber noch ein bisschen. Ist das noch feucht, Kind? Führst du da was? Führst du noch was? Okay, das lassen wir jetzt noch mal ein bisschen, ich würde sagen, 3-4 Minuten geben wir dem Ganzen noch. Und dann gucken wir da noch mal rein. Und hier könnt ihr sehen, das fällt dann einfach so ab. Das ist doch easy. So, jetzt sind es insgesamt 15 Minuten vergangen. Und ich gebe dem jetzt die letzte Chance. Ich mache es jetzt ab. Alles klar, ist ab. Wow. Ihr habt gesehen, das ging jetzt super easy. Ja, da war ja nichts. Und hier der Angeraute. Mit dem Angerauten ging es tatsächlich 5 Minütchen oder ein paar Minütchen schneller. Ja, ich bin begeistert, dass das doch so gut funktioniert mit diesen Soak-Off-Tüchern. Und da bekommt ihr auch, das müssten auch 50 Stück sein. Ja, dann wisst ihr jetzt, wie die wieder abgehen. Und die werden wir heute Abend noch oder morgen wieder neu machen. Man kann dich nicht sehen. Ja. Ja. Alles klar. Ja, ihr seht mich jetzt gleich nochmal. Jetzt seht ihr mich wieder. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie, also nochmal gesehen, wie man die Nägelchen aufträgt und wie man sie auch entfernt. Und das fand ich jetzt ganz interessant zu sehen, wie man sie entfernt. Ich bin nämlich bisher immer hingegangen und sobald sie sich abgeblättert haben oder gelöst haben, bin ich hingegangen und habe die abgepellt. Hat mir Happy Glam jetzt mitgeteilt, dass das für den Nagel nicht so super ist, dass das dem Nagel schadet, dass man die kleinen oder die hauchdünnen Nagelhäute abzieht. Und deswegen bin ich froh, dass dieses System mit diesen Soak-Off-Tüchern so gut funktioniert. Und wie gesagt, ich habe die Klammern, ihr braucht sie aber nicht. Zur Not nimmt Wäscheklammern, das hält ja dann auch. Aber ich habe auch gesehen, die haben so einen Klebestreifen, diese PET-Verpackungen, dass man die zusammenkleben kann und dass sie auch gut ansitzen. Genau, also ich habe einen Rabattcode für euch und zwar mit Katja40 könnt ihr 40% auf eure gesamte Bestellung sparen und es lohnt sich definitiv. Ich bin happy mit meinem Happy Glam System. Das Draufmachen ist easy, das Abmachen ist easy und ja, auch meine Tochter ist total begeistert davon. Ich bin im Überlegen, ein Set für meine Stieftochter zum Geburtstag zu kaufen und ich glaube, das werde ich auch machen und zwar mit meinem Code Katja40 spare ich 40% auf meine komplette Bestellung und ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Schaut in meiner Infobox vorbei, da habt ihr den Swipe-Up-Link oder den Link zum Set. Und vergesst nicht den Code Katja40 für 40% Rabatt auf eure Bestellung. Ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.